Begrüße euch, meine Lieben, und freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Herzlich willkommen bei Zapunzels Orakel und aus gegebenem Anlass. was heißt das? Ich habe gestern von einigen erfahren, dass das seltsame Verhalten des lieben Seelenpartners wieder aufgetreten ist. Er hat eine längere Phase gehabt, wo er relativ stabil war. Aber so seit gestern, vorgestern bekomme ich doch von einigen mit, dass es so aussieht, als hätte er gar nichts gelernt. Das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt und ich weiß, es wird auch nicht auf jeden zutreffen, aber ich weiß doch von einigen, wo genau das gerade der Fall ist, und für die wird diese Legung dann auch sein. Du schaust bitte für dich, ob du da irgendetwas für dich mitnehmen kannst. Wenn nicht, ist es halt einfach nicht deine Legung. Versuch dir nichts passend zu machen, was nicht zu dir gehört. Ich werde für diese Legung die Karten Ruf der Liebe 1 von der Karin Hönig einsetzen, Ruf der Liebe 2 und Life is Life von Zapunzels Orakel, alle drei erhältlich in meinem Shop. Ebenfalls gibt es noch so ein paar Engelchen und auch noch andere schöne Sachen. Wer Lust hat, stöbert einfach gerne mal rum. Und ich konzentriere mich jetzt auf das Onkel Otto Team. Ich möchte vorneweg aber noch ein anderes Deck zur Hilfe nehmen. Das ist ein englisches Kartenset und ich weiß den Namen gerade nicht. Warte. Und zwar Heal Yourself Reading Cards. Man muss das ja jetzt, ne, wie in so einem Tante-Emma-Laden. Dieses Set werde ich halt jetzt nutzen, um eine Überschrift zu suchen. Wo steht der liebe Seelenpartner zurzeit? Was ist los mit ihm? Welche Themen beschäftigen ihn? Eine Karte reicht. Dankeschön. Pay attention to signs steht jetzt hier drauf. Das ist eine Karte, die wohl zum Ausdruck bringt, dass er gerade ganz schön viele Zeichen für sich bekommt, dass so wie er das Leben gerade dreht, ja, es sieht nicht wirklich komfortabel aus. Ne? Der schaut ein bisschen ängstlich um sich, wo denn irgendwo hier die Geister sitzen könnten. Aber eigentlich schickt das Universum ihm gerade Zeichen, die ihn auffordern, weise zu handeln. Und das kann er auch, aber nicht, wenn sein Kopf gerade total überladen ist, wenn gerade wieder Ängste an die Oberfläche kommen, wenn er den Wald voll lauter Bäume nicht sieht. Dann gucken wir mal mit Zapunzels Orakelkarten, was ich noch so rauskriege über ihn. Boah, Junge, Junge. Da will einiges an die Oberfläche. Ja, erstmal wäre es wichtig für ihn, mal wieder ein bisschen Energie zu tanken. Wenn er jetzt versucht, bei dir anzudocken, aber er findet nicht so richtig, ne, die Zapfsäule, dann kann es ein bisschen brenzlig aussehen für ihn. Er ist ein Meister der Sinne, der hat sehr feine Sinne und die kann er auch für sich nutzen. Die arbeiten manchmal aber auch gegen ihn. Da hört er die Flöhe husten und kriegt das alles nicht mehr ganz sortiert in seinem Kopf. Fängt er aber an, wirklich auf seine Intuition zu achten, im Schein der Nacht vielleicht, wenn die Welt mal so ein bisschen stiller wird, dann weiß er im Grunde ganz genau, welchen Weg er wählen möchte, um sich endlich zu Hause zu fühlen. Er setzt sich tatsächlich nochmal mit der Zukunft und der Vergangenheit auseinander. Er weiß, ne, wenn so ein Baum wachsen soll, dann gibt man so ein ganz kleines Saatkorn vielleicht in die Erde, dann hat man einen Setzling, setzt man den irgendwann in den Garten und das Ding fängt an zu wachsen. Und ich glaube, er lässt noch mal so
einige Stationen auch eures gemeinsamen Weges nochmal Revue passieren. Ja, und stellt da wahrscheinlich für sich fest, dass er auf einem sehr guten Weg ist, war, dass er doch schon einiges hat in die Heilung bringen können, aber eben noch nicht alles. Ja, und es sieht wohl so aus, als gäbe es jetzt in der nächsten Zeit. Normalerweise mache ich immer Tagesorakel, aber die schwingen halt ein bisschen nach oder es kann gerade schon passiert sein. Ja, der sucht nach Antworten, ne? Der geht hier den Weg der Erleuchtung, der hört wirklich auf seine innere Stimme, auf seine Intuition. Ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, der sitzt da mit dem Rücken zur Wand, hat die Augen geschlossen und lässt mal so den Film ablaufen vor seinem geistigen Auge und kommt dadurch vielleicht zu Erkenntnissen, die für eure Verbindung förderlich sein könnten. Was sagt das Universum über ihn aus? Danke sehr. Dann gucken wir mal. Jedes Negative bringt was Positives. Erkenne das Positive und sei dankbar dafür. Man darf auch mal hinfallen, aber niemals liegen bleiben. Ne? Das ist genau das, was ich bei einigen mitbekommen habe. Der ist so dermaßen abgerutscht in den Mimi-Mimi-Mimi-Mimi-Mimi-Mimi-Mimi-Mimi-Modus. Ja, mir geht es so schlecht. Und du bist es schuld. Das war wirklich bei einigen der Fall. Und ja, das darf mal passieren. Also es hat jeder mal einen schlechten Tag. Und da habe ich ja nun schon sämtliche Sätze hier auf meinen Kanal geschleudert, was das angeht. Es ist immer wichtig, nicht dann in der Matschgrube liegen zu bleiben, sondern sich die Krone wieder geschickt aufs Haupt zu setzen und vorwärts zu schreiten. Und es ist so, wenn es irgendwie eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen euch beiden, dann war ja was nicht im Gleichgewicht. Und vielleicht ist er jetzt dabei, so ein paar Dinge aus deinem Blickwinkel zu sehen, und andersrum genauso. Und so gleicht man sich immer mehr. Nee, man gleicht sich nicht unbedingt an. Jeder ist ja nun ein Individuum, aber man kommt immer mehr auf einen gemeinsamen Nenner dadurch. Dann gucken wir mal mit Ruf der Liebe 1 und 2. Hätte jetzt gerne jeweils zwei Karten. Eine Karte, die seine Gedanken beschreibt zurzeit. Und eine Karte, die ebenfalls seine Gedanken beschreibt. Ich wollte so nichts machen, wenn das Mischen jetzt zu ewig dauert, dann ziehe ich die einfach gleich frei von der Leber weg, weiß es noch nicht. Ja, das kann gut sein, dass er dich jetzt so ein bisschen in der Luft baumeln lässt. Hier ist die Ungewissheit rausgehüpft und vergebens. Wenn der jetzt hier so Innenschau betreibt, ne, dann wissen wir, ist der Otto sehr still. Weil er macht ja alles mit sich aus und das ist manchmal auch wichtig und wertvoll. Kann schon mal passieren, dass dich das in den Wahnsinn treibt, weil du musst dann irgendwie, ne, dich mit dir beschäftigen oder mit anderen Menschen. Dann gibt es halt keine seelenpartnerschaftlichen Streicheleinheiten, aber ich weiß, dass viele von euch das bestens kennen und Geduld ist halt eine Tugend, ne? Ich mache gerade eine so eine Unterlage aus Mini-Mosaikchen. Ich habe vorgestern angefangen, ich habe jetzt mittlerweile so viel, aber ich habe auch Stunden schon vor diesem Ding verbracht. Soll meine neue Orakelunterlage werden. Hätte mir das letztes Jahr jemand in die Hand gedrückt, ich hätte es ihm um die Ohren gehauen. Ne? Also Geduld kann auch schon mal von Vorteil sein. Er setzt sich nämlich mit folgendem
Thema auseinander. Hier steht auf der Karte vergebens. Wie lange möchtest du noch warten? Lebe dein Leben. Niemand ist es wert, sich aufzugeben. Was zusammengehört, wird auch zusammenfinden. Naja, ne? Wenn er sich darüber Gedanken macht, macht er sich ja automatisch auch Gedanken darüber, dass eigentlich jeder einzelne Tag zählt. Und jeden Tag, den er sich vermiest durch schwere Gedanken, ist im Grunde so ein Tag, der, ja, jo, muss ich jetzt nicht bewerten, aber fühlt sich halt einfach nicht so besonders an. Und er fragt sich jetzt gerade, worauf will er noch warten? Na, kann ich lassen, habe ich schon gekriegt. Was ist sein größter Wunsch in Bezug auf eure Verbindung? Nee. Es sind viele Wünsche, aber ich hätte es gern ein bisschen konkret. Was wünscht er sich? Dass die Hindernisse, lasset, dass die Hindernisse, die ihm noch so im Weg stehen, ja, endlich mal aufhören. Er hat ja, Moment, eigentlich, ach guck an, hier haben wir das Hindernis und hier kommt plötzlich diese Karte 1, 2, 3, der Weg ist frei. Er hat immer irgendetwas, wo das Leben halt dann so, ach, so kompliziert ist. Ja, das Leben ist auch manchmal kompliziert. Aber statt dann wirklich konsequent und locker flockig nach einer Lösung zu suchen, nee, kann das schon mal passieren, dass der beginnt, hier und da ein bisschen kopflos zu werden. Das passiert dann, wenn er zu viel, zu sehr will, ne? Wenn er das Ganze so versucht zu forcieren, egal um welches Thema es da geht. Ja, auf dieser Karte steht 1, 2, 3, der Weg ist frei, losgerutscht. Er kann und möchte seine Gefühle zu dir nicht mehr kontrollieren und begibt sich in grenzenloses Vertrauen, nicht wissend, was auf ihn zukommt. Schluck. Das ist sein größter Wunsch, ne? Das ist noch nicht seine Tat. Nun gucken wir mal, ob ihn noch was blockiert. Was hält ihn letztendlich zurück, da mal loszurutschen? Eine Familie ruft der Liebe. Zwei. Nein, sie klopft jetzt nicht. Sie hat es begriffen, hoffentlich. Lucky, Lucky. Ja, im Grunde möchte er sich befreien. Er hat aber häufig noch für sich das Gefühl, du forcierst da was. Zumindest fühlt es sich für ihn so an. Ich weiß, dass die meisten sagen, nö, ich habe keine Erwartung, nö, ich habe keine Erwartung. Aber der Wunsch ist ja da, dass endlich mal losgeht, ne? Dass diese ganze Arbeit, die man in diesen Seelenpartnerprozess gesteckt hat, auch irgendwie mal belohnt wird. Er ist sich auch nicht wirklich sicher, ob du ihn wirklich noch willst, weil momentan gibt es ihm vielleicht eher das Gefühl, er ist dein bester Freund. Aber ja, das hält ihn halt eben noch so ein bisschen zurück. Ist die Frage, ob die mir jetzt schon wieder zeigen muss, wie toll er ist. Frage ich gleich auch noch. Was ist seine nächste Tat? Die Romantik und die Zusammenführung. Ja, ne, was das jetzt heißt, das könnt ihr euch wohl vorstellen. Also erstmal wird ihm bewusst, dass das Universum einen gemeinsamen Weg für euch vorgesehen hat. Und das Universum möchte euch auch gemeinsam nach Hause führen. Und auf diesem Weg der Erkenntnis ist er schon mal. Das ist schon mal super gut. Was jetzt sein nächstes Tat ist, da kommen wieder romantische Stunden auf dich zu. Ob das jetzt heute Abend, morgen Abend, übermorgen ist, aber auf jeden Fall ist das die Aussage dieses Orakels und das Ergebnis ist folgendermaßen. Jetzt habe ich die schon mal in der Hand, dann mische ich sie auf.
Also, das Ganze ist vom Universum begleitet und geführt. Und es ist wichtig, hier fürs Kollektiv jetzt nicht zu klammern, damit er sich alleine befreien kann. Bedräng ihn nicht, lass ihn, wenn er im Rückzug ist, lass ihn am besten. Ich frage es trotzdem nochmal ab. Also, es ist aber auch, nee, das macht keinen Sinn. Entscheide, wie dein Bauch es entscheidet, weil für den einen braucht es jeden Abend das gleiche Ritual. So, schlaf schön, gute Nacht, hoffe, du hattest einen schönen Tag. Die anderen müssen mal völlig sich zurückziehen, weil einige klammern tatsächlich, das merke ich auch im Kollektiv. Das ist alles lieb gemeint, aber ich habe halt eben auch noch ein Leben neben dem Orakel. Ja, es ist so, dass das Ganze wirklich von oben eingefädelt ist und wenn du darauf vertraust, ist er wirklich hier absolut auf dem richtigen Weg. Und wo sieht er sich selbst innerhalb eurer Verbindung? Boah, nein, das sind auch zu viele. Klare Aussagen hätte ich gerne heute, bitte Spirit. Ja, er geht wieder in die Stabilität, ins Wachstum. Er möchte eine dauerhafte Verbindung und ja, er möchte auch wieder ein bisschen flexibler werden, weil er, wenn er so starr ist in seinem Kopf, er sich selber eigentlich nicht leiden und ausstehen kann. Und das passiert immer nur, dass er so ist, wenn er total in einer Situation steckt, die ihn überfordert und der zeitgleich dann vielleicht noch zu wenig Schlaf, zu wenig Essen, zu wenig sonst was hat, dann kommt er schon mal auf so merkwürdige Ideen, wie mir einige gestern geschildert haben. Das darf man dann nicht allzu persönlich nehmen, auch wenn er es dann sehr persönlich ausdrückt. Aber im Grunde seines Herzens weiß er ganz genau, wo er hingehört. Ich meine, du musst das für dich entscheiden, ne? Du steckst da selbst in den Prozess. Ich rede jetzt wirklich von den Dualseelen, von den Seelenpartnerprozessen, die mit Sicherheit zu Genüge an meiner Seite sind. Aber manche verwechseln halt eben auch schon mal so ein Strohfeuerchen direkt mit einer Seelenpartnerschaft. Aber trotzdem, vielleicht, ne? Wer hier was mitnehmen kann, finde ich ja schön. Es ist gerade, genau, dein Engagement wird gerade getestet. Moment, Commitment. Commit heißt, heißt das Mitgefühl? Jetzt habe ich hier gerade kein Handy, wo ich es gucken könnte. Also du wirst auf jeden Fall gerade auf die Probe gestellt. Das habe ich schon oft gesagt. Wenn er ganz, ganz komisch drauf ist, dann kann er auch immer noch sehr verletzend sein. Sagen wir so, verletzende Worte benutzen. Die Verletzung steckt noch aus alten Zeiten in dir. Überprüfe einfach. Was macht es mit dir, wenn er so gegen dich losbaldowert? Fühlt sich dann immer noch klein? Fühlt sich dann immer noch zurückgewiesen? Oder kannst du einfach drüber stehen und sagen, ja, ich verstehe ihn auf eine Art und Weise. Es wäre schöner, wenn er ein bisschen anders mit mir umgehen würde. Aber richtig jucken, kratzen tut es mir nicht. Und meinen Senf gebe ich trotzdem dazu ab. Wenn er denn, ne, zu Ende ist mit seiner, mit seiner Tirade. Ich glaube, ich lasse das Ganze mal so stehen. Ich würde aber gerne noch mal eine Rabenkarte mitnehmen, weil das ist schon so lang her. Und das wird wohl hoffentlich nicht auffallen. Gucken wir mal kurz. Welche Weisheit soll ich dem Kollektiv hier noch mit auf den Weg geben? Wäre schön, wenn eine Spring-Spirit. Ich mich noch einmal, wenn das nicht geht, dann ziehe ich einfach so ein Ding. Ja, die haben ein sehr handliches Format. Wie sagt's denn? Dann gucken wir mal. Schau dir eine Feder an. Sie kann nur dann ihre Aufgabe gut erfüllen, wenn die vielen Äste am Schaft
sich einhaken und verbinden. Dadurch wird eine Tragfläche gebildet. Hake dich ein, nutze die Stärke der Gemeinschaft, mache es dir leichter. Ja, das wäre schön, wenn er die Stärke der Gemeinschaft, ne, sich zunutze machen würde und nicht immer denken müsste, ich kann, muss ja alleine kämpfen, alleine. Ja, und dann ist noch die Weisheit rausgeflogen. Halte Rat, rufe einen Ratszirkel zusammen, fliegt eure Kreise und entscheidet. Vielleicht könnte es für den einen oder anderen so sein, dass er schon lang bereut hat, was da in den letzten Tagen vielleicht gewesen ist. Und vielleicht möchte er mit dir gemeinsam Rat halten, um Lösungen zu finden, um Dinge zu klären, die du vielleicht schon weißt. Aber wenn er es machen möchte, ist es ja wunderbar. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Samstagabend. Ich gehe noch ein bisschen Mosaiksteinchen zusammendröseln. Kann süchtig machen. Das ist schöner als jede Meditation im Moment für mich. Wünsche euch einen wunderschönen Samstagabend. Bleibt mir gesund. Lasst es euch gut gehen. Lachen ist auch mal nie verkehrt. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Gern bis zum nächsten Mal.